Es gibt Menschen mit sehr guten Voraussetzungen, einem guten Lebensstart und trotzdem wird ihr Leben nicht erfolgreich verlaufen. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die hatten denkbar ungünstige Voraussetzungen für Lebensstart, sind aber erfolgreich geworden. Und dann gibt es noch die beiden Personen, die in einer gleichen Situation gefangen sind und beide aber unterschiedliche Ergebnisse erzielen. Das bedeutet also, dass in deinem und in meinem Kopf etwas vorhanden ist, was letztendlich auch darüber entscheiden kann, ob du, ob ich erfolgreich werden oder nicht, auch wenn wir in der gleichen Situation sind. Und darum geht es in diesem Video. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Unternehmer, Unternehmensberater, sondern auch Coach und Trainer und auch Survival-Trainer. Und das geht zurück auf meine Bundeswehrzeit, unter anderem auch auf die Einzelkämpferausbildung Teil 1. Wir sind damals mit 30 Teilnehmern gestartet und trotzdem kam nur die Hälfte an. Und auch diese Hälfte wiederum hat ganz unterschiedliche Ergebnisse erzielt. Und die gleichen Beobachtungen habe ich auch in der freien Wirtschaft gemacht. Egal ob zwei oder drei Gründer mit ähnlichen Geschäftsideen starten, zwei oder drei Angestellte in einer ähnlichen Abteilung arbeiten oder Führungskräfte ähnliche Aufgaben haben. Die Ergebnisse sind unterschiedlich. Und das hat nicht immer etwas nur mit dem Außen zu tun, sondern sehr häufig mit dem Inneren, also mit deiner, mit meiner Haltung. Und diese Haltung oder diese Einstellung, die bezieht sich weniger nur auf die äußere Haltung, also wie ich dastehe, wie ich mich bewege, sondern auf das Innere. Es gibt also in deiner inneren Welt Werte, Überzeugungen, Glaubenssätze, deine persönliche Einstellung, die entscheidet letztendlich auch, in welche Richtung die Ergebnisse gehen. Und das will ich dir an einem kleinen Beispiel auch plausibilisieren. Nehmen wir also einfach mal an, es gibt zwei Gründer oder zwei Unternehmer, die in der gleichen Situation sind. Und die Situation, die können wir beliebig austauschen. Es kann sein, dass diejenigen in eine Corona-Situation kommen. Es kann sein, dass es eine Finanzkrise ist. Es kann sein, dass vielleicht Hochwasser ist oder irgendein anderes politisches Thema. Entscheidend ist, dass Person A und B sich im folgenden Beispiel völlig anders entscheiden werden und dann auch andere Ergebnisse erzielen. Angenommen also, Unternehmer A ist Einzelhändler und durch die Corona-Maßnahmen muss er seinen Laden schließen. Sprich also, er hat weitere laufende Kosten, beispielsweise Miete, Personalkosten und muss nun viele Anträge ausfüllen. Und er wertet die Lage als für sich persönlich als nachteilhaft, als schlecht, als unangenehm. Der Staat greift in seine unternehmerische Freiheit an, er kann keine Umsätze machen und macht nur Verluste. Und das ist ziemlich schlecht. Weil er nun auf diese Lagebewertung ein negatives Urteil gesetzt hat, also eine schlechte, ungünstige Situation für ihn, fängt er sich auch an, mit anderen Menschen darüber zu unterhalten. Er sucht also Gleichgesinnte, die die Corona-Krise als schlechte Lage ansehen. Und seine Zeit verbringt er mit diesen Menschen und schließlich so intensiv, dass er sogar Geld investiert, um eine Demonstration zu organisieren oder nur daran teilzunehmen, um sich gegen diese Lage zu beschweren. Und jetzt hat er lauter Menschen um sich, die ähnlich schlecht die Situation bewertet haben. Und mit diesen trifft er sich und verliert Zeit. Mit diesen trifft er sich und verliert letztendlich auch Geld, weil er es völlig verpasst, die entsprechenden Unterstützungsprogramme korrekt, richtig, zeitnah und zu richtigem Zeitpunkt auch zu beantragen. Dadurch verliert er wiederum weitere Ressourcen, um seine Mitarbeiter zu halten. Und letztendlich muss er sein Unternehmen aufgeben, aus seiner Wohnung ausziehen und sich beim Jobcenter mit ALG 2 anmelden. Denn jetzt hat er tatsächlich in dieser Situation so viele schlechte Entscheidungen getroffen, dass er alles verloren hat. Und der Unternehmer B ist in einer ähnlichen Straße mit ähnlichen Produkten unterwegs und in der gleichen Situation. Auch er muss seinen Laden schließen, aber er entscheidet sich, diese Krise als Chance zu bewerten und trifft sich jetzt und spricht auch mit Menschen darüber, wie man diese Krise als Chance nutzen kann. Und weil er die Entscheidung getroffen hat, dass auch in dieser Krise eine Chance sein kann, trifft er sich und unterhält sich auch mit Menschen, die das ähnlich sehen. Er erkennt die Möglichkeit, diese Zeit, wo er seinen Laden schließen muss, dafür zu nutzen, seinen Webshop voranzutreiben, eine ordentliche Keyword-Analyse zu machen, seine SEO-Maßnahmen und seine Google-Werbung zu optimieren. Er entscheidet sich also jetzt, diese Zeit sinnvoll zu nutzen. Und durch diese gegensätzliche Bewertung in der Krise eine Chance zu sehen, wird nicht nur sein Umfeld sich verändern, er wird mit Gleichgesinnten, die auch auf die Suche gehen, die auch in der Krise die Chance sehen, sich unterhalten. Und schließlich bekommt er die Information, dass es nicht nur Fördermittel gibt für die laufenden Kosten, sondern dass es sogar Fördermittel gibt, um den Bereich der Digitalisierung und Automatisierung voranzubringen.
Und schließlich kriegt er von einem befreundeten Unternehmer, der eine Gastronomie hat, den Tipp, dass er sich auch bei einem Kurs anmeldet für Corona-Testangebote. Seine Mitarbeiter schickt er dort alle hin und eröffnet im vorderen Teil seines Ladengeschäfts ein Corona-Testangebot, um zumindest die laufenden Kosten zu decken, aber auch neue Waren einkaufen zu können. Und weil er in dieser Krise auch das Positive sieht, hat er seine Buchhaltung in Ordnung gebracht. Das bedeutet, er hat jetzt aktuelle Zahlen aus dem vergangenen Jahr, aus dem Vorkrisenzeitraum, um jetzt mit einem Unternehmensberater beispielsweise einen Finanzplan aufzubauen, um weitere Fördermittel zu beantragen. Und so sitzt er dann bei der Förderbank und hat für sein inzwischen neu entwickeltes Geschäftsmodell über E-Commerce, über einen eigenen Webshop, über Verkaufsplattformen neue Produkte abzusetzen, einen Finanzierungsbedarf. Und dort sitzt er bei der Bank und beantragt nun Geld für sein neues zweites Standbein. Er hat also in der gleichen Krise andere Entscheidungen getroffen, andere Menschen getroffen, andere Informationen bekommen, andere Handlungsmaßnahmen eingeführt, andere Schritte, andere Informationen schließlich umgesetzt, sodass er Fördermittel am Anfang hatte. Zur Krisenbewältigung hat er Fördermittel bekommen, sein Unternehmen zu verändern. Er hat weitere Fördermittel, Unterstützung, Finanzierungsmittel bekommen, um in seinem Unternehmen ein zweites Standbein zu starten. Und wie steht er nun da am Ende der Krise im Vergleich zur Person A? Während also Person A in den sozialen Medien sitzt und sich YouTube-Filme reinzieht, wie schlimm die organisierte Krise der Corona-Pandemie von Bill Gates gesteuert ist, sich mit Gleichgesinnten auf Demonstrationen wiederfindet und sich teilweise mit dem Staat anlegt, hat er schließlich alles verloren. Und im Gegensatz dazu hat B sein gesamtes Unternehmen neu aufgestellt. Er hat vorübergehende Leistungsangebote wie den Corona-Test eingeführt. Er hat sichergestellt, alle möglichen Förderprogramme auch beantragt zu haben und hat schließlich längst überfällige Schritte umgesetzt, nämlich sein Unternehmen auf die Digitalisierung, auf Automatisierung auszurichten und sich dem digitalen Wandel anzupassen. Während also Person A jetzt weg vom Fenster ist, hat Person B ein neues Unternehmen, eine Transformation durchlaufen, so ähnlich wie auch eine Raupe sich zum Schmetterling entwickelt. Der Grundsatz dahinter lautet folgendermaßen: Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Aber mit der Zeit gehen kann natürlich nur der, der auch die Entscheidung trifft, dass in einer Situation sicherlich Herausforderungen oder Probleme sind, aber die lassen sich durch neue Zielsetzung zu Aufgaben, zu Projekte umwandeln, zu Zielen umwandeln und so dann auch konstruktiv heranzugehen. Wenn wir es also ganz genau aus der Ader-Perspektive betrachten, dann gibt es in jeder Situation zwei Seiten, für die man sich entscheiden kann. Für die Seite, wo man sich leid tut, wo nichts mehr möglich ist, wo das bisher Vorhandene weggenommen wird, der Vergangenheit angehört, oder für die andere Seite, wo Lösungen lauern, wo Möglichkeiten und Chancen versteckt sind, die es dann zu aktivieren und umzusetzen gilt. Und was macht nun genau den Unterschied aus? Völlig richtig, den Unterschied macht deine und meine Einstellung aus. Wenn also Person A sich selbst leid tut und sich ungerecht behandelt fühlt und alles schlimm und alles schwierig ist, dann wird das kleine Männchen im Unterbewusstsein genau diesen Hebel umlegen. Und er sieht nur noch die negativen Dinge. Er trifft nur noch die Menschen, die das ähnlich sehen. Und er spricht nur noch über Themen, die auch negativ sind, mit den Menschen, die auch negativ sind, die schlecht eingestellt sind. Und seine Brille, die er jetzt auf der Nase hat, sorgt sehr wahrscheinlich auch nur noch dafür, dass er sich selbst bestätigt fühlt. Person B hingegen hat eine ganz andere Entscheidung getroffen. Die Person hat gesagt, in jeder Krise steckt der Keim für einen noch größeren Erfolg. Und genauso hat auch Thomas Alva Edison eines Nachts vor seinem Firmengebäude gestanden und alles brannte ab. Und er wusste, es gab keinen Computer, es gab kein Backup, es gab keinen Cloud-Server, es gab nur Papier mit seinen Ideen, Skizzen und Patenten, alles ist verbrannt. Und auf die Frage, ob er nun wahnsinnig sei, weil er so lachen würde, sagte er: Ja, ihr habt recht, alle unsere Werke, alle unsere Ressourcen verbrennen. Und das ist unsere Chance, denn mit dem Feuer verbrennen auch unsere Fehler und wir können ab morgen gleich neu anfangen und es richtig und es besser machen. Was können wir nun aus diesen Geschichten, aus diesen Beispielen lernen? Nun, die Situation trifft uns alle, trifft dich und mich. Aber was wir daraus machen, das spielt sich zunächst zwischen unseren Ohren ab. Denn wie wir die Lage bewerten, werden wir dann ab sofort auch die Ressourcen, die Zeit, die Informationen, die Menschen auswählen. Und das alles führt dann dazu, dass es nach unten geht oder aufwärts nach oben geht. Und dazu führt, dass wir einen noch größeren Erfolg vielleicht haben, als wir vorher hatten. Wie kannst du es nun konkret ab heute für dich anders umsetzen?
Der erste Punkt ist, den alle erfolgreichen Unternehmer und Führungskräfte machen, ist zunächst die Lage zu bewerten. Also tatsächlich zu gucken, wo stehe ich, wo ist mein Standort, was habe ich alles. Der zweite Schritt ist dann, wenn sich alles verändert hat, also alte Ziele keine Chance mehr auf Erfüllung haben, sich einfach neue Ziele zu setzen. Also ein neues Soll, einen neuen Zielhafen zu setzen, neue Ziele aufzuschreiben. Und wenn du weißt, wo du stehst und wenn du dann noch weißt, wo du nun hin willst, was Neues möglich ist, was anderes möglich ist, dann ist der dritte Schritt umso einfacher. Denn die Verbindung zwischen zwei Punkten A und B ist eine Gerade, ist eine Linie. Sprich, deine Handlungsmaßnahme, dein Businessplan hat sich jetzt verändert, dein Finanzplan darf angepasst werden, die entsprechenden Handlungsmaßnahmen daraus dürfen auch angepasst werden. Und die gilt es genauso umzusetzen, wie du vorher deine Pläne und Ziele umgesetzt oder hast und erreichen wolltest. Also wenn du bisher in Krisensituationen oder überhaupt im Leben nicht die entsprechenden Ergebnisse und Früchte hast, wie du dir so wünschst, dann setz dich mit einem guten Coach, Berater oder Mentor zusammen und arbeite deine Einstellung. Und zwar so lange, bis du dir selbst zutraust, in nahezu jeder Krise wieder neue, konstruktive Entscheidungen zu treffen, dass es aufwärts geht. Und zwar aufwärts dahingehend, dass du wettbewerbsfähig bleibst, dass du Überschüsse erzielst, dass du rentabel bleibst, dass dein Unternehmen dich trägt und dass du alle anderen Lebensbereiche auch umsetzen kannst. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, entweder in der Krise die richtigen Entscheidungen zu treffen oder generell an deinem Mindset zu arbeiten, deiner inneren Haltung, an deiner Einstellung, dann lade ich dich ein, Gebrauch zu machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn unsere Berater und Coaches arbeiten bundesweit und können dich dabei unterstützen, diese entscheidenden Punkte oder diese Entscheidung für Änderung gemeinsam zu gehen. Ich lade dich aber auch ein, jetzt das Video mit Daumen hoch zu liken, den Kanal zu abonnieren und dass du auch ein Mensch immer mehr wirst, der in jeder Krise die Chance eines neuen, vielleicht noch größeren Erfolgs entdeckt und auch umsetzt. Und dabei wünsche ich dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.